Leute. Wisst ihr, wo ich bin? Irgendwo im Nix. Mitbekommen habt, sind wir in Hamburg und wir sind gerade im Hostel, das ist so ziemlich einfach gehalten und ihr habt mitbekommen, Lukas ist dabei. Lukas, sag mal hallo. Hi. Bist unscharf. Fenja, sag mal hallo. Hallo. Und Mandy ist gerade nicht zu sehen. Aber ja, ist eigentlich ganz okay, so das Zimmer ist halt einfach gehalten, haben direkt die Schienen vor der Tür. Vielleicht seht ihr da noch eine coole Timelapse, ich weiß noch nicht genau. Wir haben ein Upgrade bekommen, das Zimmer ist voll. Stimmt, und wir haben ein Upgrade bekommen. Von Vierer- auf Sechserzimmer. Ja, wir waren eigentlich in einem Viererzimmer und jetzt haben wir voll viele Betten, einfach mega cool. Auf jeden Fall gehen wir nachher noch raus und dann sehen wir uns. Aus dem Hostel, leider schon ziemlich früh um 10, aber es ist mega cool. Vielleicht habt ihr schon ein paar coole Aufnahmen gesehen, ich weiß es nicht. Und Leute, hier ist einfach so ein schräges Haus, also ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Nein, man kann es nicht erkennen. Ich film's euch gleich mal. Bis gleich. Hafen spazieren, waren noch in einem kleinen Park. Vielleicht habt ihr ein paar Aufnahmen davon gesehen. Und jetzt gehen wir Richtung Elbphilharmonie und wollen jetzt was essen bei den Landungsbrücken. Es ist richtig gutes Wetter, wie ihr seht. Ich fahre hier gerade raus und es ist komplett blauer Himmel. Und in der Sonne ist es sogar relativ warm, es sind nur 3 Grad, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Also mega geil, ich liebe Hamburg einfach. Es ist so eine schöne Stadt. Leute, wir sehen uns nachher. So Leute, ich laufe gerade die Rolltreppe hoch, aber irgendwie komme ich einfach nicht voran. Es ist mega komisch. Beim alten Elbtunnel. So auf jeden Fall irgendwie voll cool hier lang zu gehen, weil über uns ist Wasser. Und zumindest Lukas, den könnt ihr gerne abchecken. Hi. Wir haben zurzeit irgendwie das Problem, dass wenn man ein Video hochlädt, dass man irgendwie Abonnenten verliert. Also wenn ihr das kennt, das Problem, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Mega nervig. Ja. Aber weiter zum Thema. Wir laufen jetzt hier weiter geradeaus lang. Hinter uns sind noch Mandy und Fenja. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus.
Ja, dann schauen wir mal, was wir auf der anderen Seite so machen. Und heute Abend geht ja wieder mein Zug zurück nach Berlin. Und ciao. Mit der Fähre wieder zurück. Das ist ja hier einfach so easy. Wir haben immer so ein Bahnticket und das können wir auch mit der Fähre fahren. Und wir sitzen ganz vorne oder stehen ganz vorne. Komplett leer. Mega cool. Ich liebe Hamburg.